Willkommen, liebe Fliegerkameraden. Wir sind hier am Stand von PAF. PAF steht für? Peter Adolfs Flugmodelle. Ja. Und lieber Peter Adolf, zeig uns mal, was ist denn jetzt neu bei dir? Ja, in diesem Jahr ist unsere Messeneuheit für die Jetpower-Messe die Heinkel Salamander im Maßstab 1:7. Das heißt 1,50 Meter Spannweite, 1,90 Meter Rumpflänge für Turbinen ab 6 Kilo Schub. Idealerweise mit 8 Kilo Schub. Auch sehr schön geeignet für Elektroimpeller-Modelle, weil die Zelle sehr leicht ist und die Storoabachi-Bauweise der Flächen des Leitwerks doch viel Gestaltungsspielraum lassen für verschiedene Ausbaumöglichkeiten. Ja, zu den weiteren Neuheiten von diesem Jahr, zwar schon im letzten Jahr als Bausatz vorgestellt, aber dieses Jahr auch schon geflogen, ist der Jetco XL. Den können wir gleich vorne sehen am Messestand und können ja jetzt mal hingehen. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Okay. Lieber Peter, erzähl mal was hier über den Jetco. Ja, der Jetco XL, der jetzt hier ausgestellt ist, den haben wir dieses Jahr auf der Jetpower das erste Mal vorgeflogen. Letztes Jahr gab es den nur als Bausatz zu bewundern. Dieses Jahr im Flug zu sehen und die große Einsatzspanne des Modells sehr schön zu sehen, vom Schnellflug über Kunstflug bis zum einsteigermäßigen langsamen Landeanflug und den einfachen Landungen mit Hilfe der Landeklappen. Ein sehr schönes Einsteiger-Jet-Modell. Ja, man sieht auch, der Preis, der ist ja auch sehr hervorragend. Ja, das ist jetzt ein Messepreis. Der normale Preis ist 499 für den Grundbausatz. Das heißt, die GFK-Teile mit den Storoabachi-Flächen und Leitwerken und Steckungsrohr. Ja. Und dann gibt es verschiedene Zubehörteile wie GFK-Tank mit 4 Liter oder der Spantensatz, Einziehfahrwerk. Können wir alles passend dazu liefern. Das Modell ist ab 80 Newton Turbine fliegbar und auch die Performance ist für einen Jet-Einsteiger sehr gut. Und für Leute, die eben mehr wollen, bis hin zu 160er Turbinen für brutalsten Kunstflug, ist mit dem Modell alles möglich. Unglaublich. Wie ist der Holm aufgebaut? Ja, der Holm, in dem Sinne das Flügelmittelteil mit dem Rumpf ist ja in einem Stück in GFK laminiert und da sitzt ein Sperrholzhorn drin. Im Außenteil ist die Verbindung nur über das Aluminiumsteckungsrohr und die GFK-Hülse gegeben. Das ist völlig ausreichend. Ja. Wichtig finde ich auch noch, was man nochmal erwähnen sollte, das Modell ist komplett made in Germany. Das heißt, alle GFK-Teile ebenso, wie selbst das Steckungsaluminiumrohr ist wirklich made in Germany. Das Fahrwerk ist nicht dabei, gibt es als Zubehör. Um den Kaufpreis bei der Produktion in Deutschland möglichst gering zu halten, ist natürlich der Vorfertigungsgrad jetzt nicht mit China-Produktion zu vergleichen, aber der Kunde hat wesentlich mehr Ausbaumöglichkeiten, zum Beispiel bei Einsatz vieler verschiedener Fahrwerke bleibt ihm da alles offen. Und Spanten, die man selber eingeklebt hat, da weiß man auch, dass ordentlich gemacht ist. Ja, lieber Peter, jetzt stehen wir vor einem Gerät, was ich habe nicht filmen können. Woran hat das denn gelegen? Ja, das ist die neueste Version von unserem Opus V-Jet. Jetzt mit einer 3-Kilo-Turbine erreichen wir wirklich Fluggeschwindigkeiten von 400 Stundenkilometer. Und bei dieser Modellgröße natürlich mit der Kamera äußerst schwierig einzufangen. Ja, da hast du recht. Also selbstgeübte Kameraleute, die wir hier hatten, und die haben es nicht geschafft. Wir haben nur staunend gestanden, wie schnell das Gerät ist. Aber nicht nur wir, sondern alle haben nach oben geguckt. Und alles andere, was da auf dem Boden war, war uninteressant, als dein Teil da oben war. Erzähl mal, wie ist denn das konstruiert? Ja, gerade bei dem Modell, um solche Performance zu erreichen, haben wir doppelte Carbonfasertechnik eingesetzt. Und der Modell ist also komplett in Carbon gefertigt und an den entsprechenden Stellen mit Mehrfachstruktur ausgeführt. Und eben im Flug die 400 Stundenkilometer gut zu sehen. Dabei fliege ich auch extreme Manöver mit bis zu 40 G, also 40-fache der Erdbeschleunigung Belastung vom Modell. Und selbst das steckt da klaglos weg. Ja, das haben wir alle gesehen, alle haben gestaunt. Und es ist wirklich ein tolles Wunderwerk. Darf ich das mal anheben, ganz kurz? Er ist sehr leicht. Den kannst du auch noch mal als Hangflitzer richtig benutzen, oder? Ja, da gibt es ja reine Hangflug- oder Segelflugversionen und auch Elektroflugversionen. Aha, schau an. Also ungefähr 15 verschiedene Versionen und die Turbinenversion ist eben eine von den vielen. Ja. Und das Leergewicht ohne Sprit beträgt knapp über 2 Kilo. Ja, also das ist ein richtiger Hangflitzer. Also, toll. Toll, toll. Vor 2 Jahren mit der Hangflug Dynamic Soaring Version hat in Österreich ein Pilot 428 Stundenkilometer erreicht, nur durch Windkraft angetrieben. Ja, also da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus.
ob das auch schon einer probiert hat, aber dann hast du ja schon die Antwort gebracht. Wir haben da vor 2 Jahren den Europarekord mitgeflogen, ja. Also Hannes Niethammer mit seiner Diva in den Schatten gestellt sozusagen. Mhm. Ja, der ist ein bisschen drunter gewesen, das war der Amtierende davor. Naja, genau. Also, lieber Peter, ganz toll. Ja. Und ganz, dass wir heute auch an deinem Stand hier vom PAF sein durften. Und wir wünschen dir viel Erfolg mit diesen tollen, tollen, durchdachten Geräten. Jetco. Focus V-Jet. Und die Salamander. Genau, sind wunderschöne Flugzeuge, die du hier hingebracht hast. Okay, ja. Und ganz zum Schluss, wie immer, ja. Modellfliegen ist Spitze. Genau. Tschüss. Danke.